Auf eine echte Sternstunde hoffen heute Abend auch Hamburgs Musical-Fans. Für viele war es 1986 das erste Musical, das sie je gesehen hatten. Cats nämlich. Nach der Premiere lief es fast 15 Jahre lang im Operettenhaus. Jetzt sind die Katzen zurück in der Stadt, diesmal auf dem Heiligen Geistfeld. Und heute Abend ist große Premierenfeier. Christian Bug ist für uns dort. Christian, haben Sie heute Abend denn auch schon Leute getroffen, die sich in Sachen Cats als Wiederholungstäter geoutet haben? Ja, in der Tat. Viele haben ihre ersten Musical-Erfahrungen bei Cats gemacht. Und deswegen hört man hier beim Premierenempfang auch immer wieder so Sätze wie: Weißt du noch damals, war das nicht schön? Und Michael Engenschwiele, der Hamburger Airport-Chef zum Beispiel, der hat sich hier auch als echter Musical-Kenner geoutet. Einer, der auch ein richtig guter Musical-Kenner ist, das ist Hans-Werner Funke, der Konzertveranstalter. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Buch. Herr Funke, Sie haben damals Cats mit nach Hamburg geholt. Wie ist das damals entstanden? Ich habe es 1984 in London gesehen, mich mit Fritz Kurz getroffen und habe gedacht, das wäre genau was für die Hansestadt Hamburg. Und wie das sich ja nachher gezeigt hat, war das ja auch ein Wahnsinnserfolg. Ich habe hier mitgeholfen, durch PR, durch Werbung, durch meinen persönlichen Einsatz auch den Erfolg zu gestalten. Und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Und Sie wissen ja, es lief dann 14 Jahre. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Das ist wahr. Und jetzt ist es wieder zurück in Hamburg. Und wie es jetzt aussieht in dieser Theaterzeltproduktion, das gucken wir uns jetzt mal an. Da haben wir erste Bilder für Sie. Erzählt wird die Geschichte rund um den alljährlichen Katzenball auf einem Schrottplatz, auf dem die Katzen diejenige unter sich auswählen, die durch Wiedergeburt ein neues Leben bekommt. In einem liebevollen Bühnenbild zeigen 30 Darsteller verschiedene Katzencharaktere, wie zum Beispiel Bahnkater Skimble. Und sie präsentieren Hits, die nicht nur bei Musical-Fans zu Ohrwürmern wurden. Spür mich, komm zu mir und berühr mich, nimm von mir die Erinnerung, löst mich aus ihrem Bann. Das also erste Höhepunkte aus Cats. Inzwischen läuft die Show hier im Saal hinter mir. Da wollen wir natürlich nicht groß stören, aber wir haben eine Kamera im Saal aufgebaut und können Ihnen jetzt ganz exklusiv ein paar Live-Bilder des heutigen Abends zeigen. Gucken wir mal rein. Und bei mir ist jetzt Femke Sutenkra. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja, schönen guten Namen. Sie spielen die Grisabella, die auch mit gerade auf der Bühne zu sehen ist. Ja. Sie teilen sich die Rolle mit einer Kollegin. Wie fühlt sich Ihr Team heute Abend bei so einer Premiere? Ja, die sind natürlich alle aufgeregt, aber das sind alles Profis und ich denke, die können gut mit dieser Spannung umgehen. Und naja, bei dem ersten Fuß auf der Bühne ist es eh vergessen und dann geht man nur noch voller Energie an der Sache ran. Was ist die große Herausforderung für Sie als Schauspieler bei dieser Cats-Produktion? Bei Cats ist es schon eine Produktion, wo viel gesungen und getanzt wird gleichzeitig. Und das ist immer eine Herausforderung. Natürlich muss man das echt die Kondition aufbauen. Durch diesen Zeltbau sind Sie sehr dicht am Publikum dran. Inwieweit beeinflusst das Ihr Darstil, Ihr Spiel? Ja, man sieht das Publikum nicht mehr, aber man spürt das Publikum. Und man weiß auch natürlich, was jetzt hier was Neues ist, dass das Publikum um uns herum sitzt. Und das ist was Neues und das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und wenn Sie auch in dieses ganz besondere Erlebnis eintauchen wollen, können Sie das noch bis zum 6. März machen. Und ich verspreche Ihnen eins, der Abend hier bei Cats, der ist garantiert nicht für die Cats. Und damit zurück zu Julia Senn.